Hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa Gamer zu einer weiteren Folge Cities Skylines. Ein Anblick von oben sieht natürlich super aus. Na gut, das Braune ist halt notwendige Industrie, können wir nichts dran machen. Aber der Rest sieht doch schön aus, ne? Liegt etwas im Nebel heute Morgen. Und da oben sind jede Menge Leute gestorben. Was ist denn hier los? Hier oben fehlt Strom. Uiuiui. Was ist passiert? Leute sind noch glücklich. Einnahmen habe ich noch. Was ist mit dem Strom passiert? Eieiei. Warum denn das jetzt plötzlich? Doch hier überall verbunden, oder? Das reicht nicht aus. Oder dieses wunderbare Solarkraftwerk gebaut. Muss ich tatsächlich noch eins bauen? Das hat kein Wasser. Was ist die Ursache? Oh. Okay. Sollte wieder da sein. Industriekartonfabrik. Okay. Nicht genügend Naturrohstoffe. Öl. Warum? Ah, schon erstaunlich, wie schnell. Ah, Moment, ich muss hier mal weiterfahren. Mit hier was passiert. So, nicht genügend Rohstoffe. Hat. Nicht genügend Rohstoff. 44 Arbeiter. Produktion, Frachtlaster 4 von 5, Produktion 0. Hier. Nicht genug Strom. Das Feuerwehrhaus hat keinen Strom. Eieiei. Okay, dann müssen wir da wo erstmal eine Stromleitung hinziehen. Okay. Kriminalrate ist zu hoch. Dann kriegt ihr hier mal noch ein Hauptquartier hingebaut. So, ist ja nicht so, als hätten wir keine Kohle, ne? Die Kohle haben wir eigentlich. 1,5 Millionen. Machen 14 plus. Da würde ich doch sagen, alles wird gut. So, hier sind sehr viele Menschen am Sterben. Warum? Bestattungswesen. In der Betreuung Altersheim. Ist nicht so prickelnd, ne? Sollten wir was tun? Hier, Waldesruhe. Auch nicht, geht nicht, nee. Das
Ach, hier unten ist doch noch Platz. Komm, da setzen wir das Altersheim direkt an die Autobahn. Oder nehmen wir uns hier einen Wald. Komm. Waldesruh, zack. So. Ich hoffe, das kommt überall da an. Gut. Ja, würde ich also sagen. Beerdigungsinstitute haben wir doch. Gut, ich fange jetzt noch mal hier an. Strom, Unmengen. Abwasser, jede Menge. Wasser, jede Menge. Müll, okay, Müll muss ich was tun. Mülldeponie Auslastung. Müllverbrennungsstatus. So, die. Leert sich immer noch 64%. Leert sich 52%. 62 voll. Ich glaube, wir müssen tatsächlich noch eine Deponie bauen. 23 voll. Im Normalbetrieb. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier oben. Ne, hier oben nicht. Hier oben, das soll alles hier rüber. Irgendwann mal. Kleine Industriestraße. So, da werden wir jetzt hier erstmal hier rüber so verlängern. Aber so, dass hier immer noch rübergefahren werden kann. Ist zwar jetzt nicht so ganz. So, ziehen wir das noch hier rüber. Ist nicht ganz symmetrisch, ist weiß. Oh ja, wenn das geht, dann machen wir das so. So, dann machen wir hier nur eine Verbindung. Symmetrisch, ich weiß. Als Straße erwischt. So. Gut. Finanzen 15.000 plus Zuwachs 115. Sieht alles gut aus. So, dann können wir hier. Wir haben überhaupt noch kein Gebäudegebiet, ne? Das ist eigentlich Lärm. Ich muss da mal eine kleine Ecke Bürogebiet machen, einfach mal um zu gucken. Das Lärm macht. Dicht besiedeltes Gewerbe. Ja, hier soll ja dann später dann tatsächlich das ganze Industriegebiet hin. Muss ich jetzt so langsam, aber sicher. Anfangen hier das aufzubauen. So. Okay, wir waren eigentlich dabei, hier zu gucken. Sind relativ zufrieden. Gesundheitswesen sieht gut aus. Wind ist klar. Autoverkehr will ich jetzt noch gar nicht gucken. Da müssen wir irgendwann mal ran. Verschmutzung, logisch. Industriegebiet, Krach. Also wir machen das Ganze mal etwas. Hier ist viel Krach wegen dem Verkehr, ne?
Oh, Imperialbesitz hat Stufe 3 erreicht. Gebietseffizient plus 8%. Wir haben zumindest 20%. Und es gibt neue Gebäude. Wow, da kann ich ja richtig austoben. Gut. So, wir haben Feuersicherheit. Ist okay. Ja, hier muss ich muss mich da tatsächlich mal bemühen. Aber ich sage immer, ich muss, muss, muss. Aber mach's dann doch nicht, ne? So, Bevölkerung. Irgendwie sterben ziemlich viele Menschen, ne? Rohstoffe ist klar. Das sind die Stadtgebiete. Freizeit. Freizeit. Unterhaltung. Niedrig hoch. Ja. Geländehöhe. Verkehrsrouten. Naja, Müll gibt es schon jede Menge, ich weiß. So, aber ich würde sagen, was den Müll angeht, da werden wir hier. Beziehungsweise muss ich jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwo noch so ein Öldingsbums, so ein Ölbohrturm hingebaut bekomme. Hier wäre noch Platz, ne? Aber Öl, da brauche ich einen Bohrturm. Warte mal, wie kann ich das denn gucken? Oder brauche ich eine Pumpe? Ja, die machen das Gleiche. Der produziert 6.400 pro Woche und der, ach so, der produziert deutlich mehr. Okay, dann nehmen wir den doch. Machen wir den mal dahin. Ja, sind die natürlich sauber, da ist mir egal. Wir brauchen das Zeugs. So, sitzt der gut. Knapp, aber geht so. Ich habe die Straße hier genau durchs Ölfeld gelegt. Hätte ich nicht dürfen, ne? So, aber hier im Wasser kann ich die nicht platzieren. Oben könnte man noch was machen. Hier ist dann noch Platz. Schauen wir mal, ob wir hier rangehen und ja, was denn? So, noch einmal gucken. Hier war, glaube ich, noch Öl, genau. Dann setzen wir den doch dahin. Müssen die doch Öl genug fördern. So, und dann gibt es Pyrolyse war unter Petrochemie. Die planen wir auch noch hier hin. Ja. Worum kriegen sie? Genau, Wasser. Das auch. Große Ölpumpe, Spielzeugfabrik, Öl, oh, was ich hier bauen kann, das ist ja gigantisch. So, aber was ich eigentlich machen wollte, ist noch eine Mülldeponie. Kriege ich die noch irgendwo hin?
Ja, die kann doch hier schön nach dem Öl sein. Und zack. So. Gut. Wir brauchen langsam aber sicher wieder Dingens. Das heißt, haben wir hier noch Industrie? Ich sehe ja gar nicht. Was ist denn das hier? Das hier sind Mülldeponien, die würde ich dann doch gerne umlegen. Die müssen hier weg. Ich weiß nicht, warum die Leute hier alle so wegsterben. Wirklich noch ein Krematorium bauen. Kommt das halt hier hin. So, steht schon eins, ne? Ja. So, hier sterben die Leute nur so weg. Warum auch immer. Aber das ist doch eigentlich. Ich mal gucken, wie war das mit dem Altersdurchschnitt? Tode pro Woche. Gut, wir gebären immer noch mehr, als wir sterben. Also ärgert sich die. Ah, aber nicht mehr so doll, ne? Einnahmen sind da. Was kann ich denn machen? Ich habe das Gesundheitswesen, habe ich hoch. Oder auch nicht. Statter sind eigentlich okay. Kinderbetreuung müsste ich mal was tun und Altersheime noch nicht genug. Produziere jetzt im Moment jede Menge Kosten, aber irgendwie läuft es nicht so richtig. Sterben einfach zu viele Menschen. So, habe ich jetzt eigentlich das Industriegebiet komplett hier raus? Was ist denn das hier? Müllverbrennung. Ja, die schieben wir mal ganz schnell weg hier. Schieben und zwar alles hier hin. Der ganze Müllkram kommt jetzt hier hin. Müllverbrennung. Schieben. Das ist schon mal eine gute Sache. Verlassenes Haus. Weg. Viele verlassene Häuser, weil die ganzen Leute sterben. Ne? Oh, Entschuldigung. Gut, aber ich will ja hier sowieso. Er macht das Geschäftsgebiet eigentlich auch Lärm. Ja. Soll ich das Geschäftsbild komplett aus der Stadt rausholen? Das hier hin, ne? Haben wir hier mal eine ganze Ecke. Das Industriegebiet, das zieht sich ja hier an der Wand, an der links vorbei und das Geschäftsgebiet
Hier oben ist noch zu viel Wald, da will ich nicht, also da komme ich eh noch nicht hin, ne? So, Geschäftsgebiet vielleicht hier gleich an die Autobahn. Fehlt Wasser. Gleich mal für Wasser sorgen hier. So, und hier müssen wir dann so machen, weil wir da aus der. Aus der Karte raus sind, wollte ich sagen. Dann machen wir hier oben die ganze Ecke mit Geschäftsgebiet und schmeißen die raus aus dem aus der Stadt. So, langsam, damit der Strom sich hier verteilen kann. Verlassenes Gebäude. Würde ich nämlich sagen, ich mache hier alles weg. Moment, das hier sind, was ist denn das hier? Ja, weg damit. Und machen da für hier oben das Geschäftsgebiet hin. So. Oh, was war denn das? Ecke mit. So, wollte ich eigentlich. Okay. Und hier. Die Stadt stirbt. Was ist denn hier los? Ey? Da brennt's. Doch gutes Wasser. Abwasser ist geklärt. Jetzt sterben hier die Leute. Ist ja wohl unglaublich. Neues Land kaufen. Habe ich aber später. So, Geschäftsgebiet kommt hier weg. Weg. Hier machen wir noch schönes normales Wohngebiet hin. So. Das eh verlassen. So, und hier kann von mir aus der Übergang bleiben. Hier, das kommt auch noch weg. Im Moment genug davon. Geht das komplett? Ja.
Gebäude sind eh alle verlassen. Kein Mensch weiß warum. Aber ich will das alles hier weg haben. Aufpassen, dass mir hier die Stromversorgung nicht abbricht. Was hier so richtig ist, ich weiß es noch nicht. Was so gut ist, was ich hier mache. Bürger fühlen sich krank, ja. Das ist ein Problem mit euch da, ne? Okay, so, Moment. Jetzt muss ich erst hier alles voll machen mit Wohngebiet. Und zwar hier am Rand für die Skyline. Machen wir schöne Wolkenkratzer. Oh, es ist der Strom hier zusammengebrochen, wegen der Unterbrechung hier, ne? Ja. Das war nicht gut. Gut, ich werde aber jetzt zeitnah hier bauen. So, und zack. Oh ja, jetzt geht mein Industriegebiet zur Neige. So, das wollte ich ja jetzt ja irgendwie. Da oben ist noch Geschäftsgebiet. Das wollte ich ja dann eventuell komplett hier so runterziehen. Das war erstmal so. Genau. Einnahmen sind natürlich sehr gefallen, dadurch, weil ich hier die ganzen Geschäftsgebäude abreiße. Aber das kommt wieder. So, die kommen jetzt alle da oben hin. Baut mal anständig hier. Mal direkt eine Autobahn. Besser geht's doch gar nicht.
So, da haben wir Strom. Hier haben wir noch keinen. Was ist denn das hier? Das ist noch eine Müllverbrennung. Das machen wir eh hier weg. Das kann ich nicht verschieben. Warum kann ich das jetzt nicht verschieben? Das hat damit zu tun, dass das jetzt... Zeit ist mal wieder um. Sollst du, dass das keinen Strom hat? Ah, das muss leer sein. Das Gebäude muss leer sein. Das war's. So, was ist jetzt mit euch hier? Bürger. Geht zum Arzt. Ich soll jetzt noch ein Krankenhaus hier hinbauen. Einnahmen sind auf 4000 runtergestürzt. Was sollt ihr denn jetzt noch in der Krankenhaus? Da brauchen wir doch. Das baue ich doch gerne. So. Ist was gebracht? Nö. Ja, ich glaube, ich habe hier sehr, sehr viel durcheinander gebracht jetzt. Das Kinderkrankenhaus bringt irgendwie gar nichts, ne? Krematorium. Okay, ich muss jetzt Schluss machen. Es ist jetzt schon wieder Zeit. Bedanke mich fürs Zugucken. Ich habe jetzt hier ein wenig rumgewuselt und einiges hier verändert. Hier fehlt noch Wasser. Hier ist ein Gebäude, weil ich die Industrie und alles hier aus der Stadt raus haben wollte. Aber wenn ich hier so reingucke, da war das mit Brenz irgendwo. Leute sterben. Oh, der Wahnsinn. So, irgendwas habe ich hier, ist hier was, ist was im Argen. Kranke Bürger. Machen alle keinen glücklichen Eindruck hier. Doch da ist noch alles gut. Okay, ich muss mich das nächste Mal nochmal hier reindenken. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.